Ziemlich pervers. Jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen. So, let's start to use these microphones. I want to have access to water and toilet. The possibilities are there. I really have a need to go to the toilet. I can't leave. Everywhere it's the same problem. Yeah. People have to pee. And I really hate it because like I always have to ask when I can go to the toilet. Ein offener Wettbewerb und freie Märkte führen immer zu besseren Ergebnissen. Das gleiche gilt fürs Geld. Ist es nicht komisch, dass ausgerechnet das Geld, das Blut der Wirtschaft, immer noch von einer zentralen Behörde herausgegeben wird? Seit die Golddeckung des Geldes im Jahre 1971 vollständig aufgehoben wurde, haben die Regierungen fast aller Staaten immer mehr Schulden angehäuft. So ein System, das auf immer weiter steigenden Schulden beruht, muss eines Tages in sich zusammenbrechen. KG ist angetreten, um das staatliche Geldmonopol mit all seinen Nachteilen zu beenden. Die Erfinder des KG wollten ein System schaffen, bei dem man niemandem mehr vertrauen muss. Keiner Bank, keiner Regierung, überhaupt niemandem, der dieses Vertrauen missbrauchen könnte. Es ist ein komplett dezentralisiertes System, das direkte Zahlungen von Mensch zu Mensch möglich macht. KG. Wechseln Sie heute noch im Bankschalter des Foyers der Kunstakademie Münster, der ersten KG-Wechselstube weltweit. Jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen. Maybe it's part of the idea with the cyber you want to piss on your history. Yes, please. Tausend kleine Dinge machen erst das Leben schön. Viele kleine Dinge machen es erst angenehm. So geben wir heute jedem einen gut gemeinten Rat. Schau dich doch mal im Konsum um, was man dort alles hat. Das eine kommt zum anderen dann, am Ende wirst du sehen, geht alles gleich noch mal so leicht und doppelt so bequem. Mit tausend kleinen Dingen aus ihrer Konsumgenossenschaft. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Supermacht. Die Zukunft. Jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen.
Ein offener Wettbewerb und freie Märkte führen immer zu besseren Ergebnissen. Das gleiche gilt fürs Geld. Ist es nicht komisch, dass ausgerechnet das Geld, das Blut der Wirtschaft, immer noch von einer zentralen Behörde herausgegeben wird? Seit die Golddeckung des Geldes im Jahre 1971 vollständig aufgehoben wurde, haben die Regierungen fast aller Staaten immer mehr Schulden angehäuft. So ein System, das auf immer weiter steigenden Schulden beruht, muss eines Tages in sich zusammenbrechen. KG ist angetreten, um das staatliche Geldmonopol mit all seinen Nachteilen zu beenden. Die Erfinder des KG wollten ein System schaffen, bei dem man niemandem mehr vertrauen muss. Keiner Bank, keiner Regierung, überhaupt niemandem, der dieses Vertrauen missbrauchen könnte. Es ist ein komplett dezentralisiertes System, das direkte Zahlungen von Mensch zu Mensch möglich macht. KG. Wechseln Sie heute noch im Bankschalter des Foyers der Kunstakademie Münster, der ersten KG-Wechselstube weltweit. There's no bamboo in Mongolia. Living in the yurt, cool again. Yes, I think that's a great idea. And there's something not working. So. Aber wirklich, jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen. So let's start to use these microphones. I want to have access to water and toilet. The possibilities are there. I really have a need to go to the toilet. I can't leave. Everywhere it's the same problem. Yeah. People have to pee. And I really hate it because like I always have to ask when I can go to the toilet. Jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen. Ein offener Wettbewerb und freie Märkte führen immer zu besseren Ergebnissen. Das gleiche gilt fürs Geld. Ist es nicht komisch, dass ausgerechnet das Geld, das Blut der Wirtschaft, immer noch von einer zentralen Behörde herausgegeben wird? Seit die Golddeckung des Geldes im Jahre 1971 vollständig aufgehoben wurde, haben die Regierungen fast aller Staaten immer mehr Schulden angehäuft. So ein System, das auf immer weiter steigenden Schulden beruht, muss eines Tages in sich zusammenbrechen. KG ist angetreten, um das staatliche Geldmonopol mit all seinen Nachteilen zu beenden.
Die Erfinder des KAG wollten ein System schaffen, bei dem man niemandem mehr vertrauen muss. Keiner Bank, keiner Regierung, überhaupt niemandem, der dieses Vertrauen missbrauchen könnte. Es ist ein komplett dezentralisiertes System, das direkte Zahlungen von Mensch zu Mensch möglich macht. KAG. Wechseln Sie heute noch im Bankschalter des Foyers der Kunstakademie Münster, der ersten KAG-Wechselstube weltweit. Maybe it's part of the idea with the cyber you had to piss on your history. Yes, please. Vergangenheit sein. Supermarkt. Die Zukunft. Jetzt in KG bezahlen und alles günstiger kaufen. Bezahlen und alles günstiger kaufen. There's no bamboo in Mongolia. Make living in the yurt cool again. Yes, I think that's a great idea. And there's something not working. So.